Hallo, ihr Wundervollen. Heute habe ich ein Tutorial zu dieser Frisur für euch. Da haben mich ganz viele danach gefragt und deswegen ist hier das Tutorial. Ihr braucht einfach einen Lockenstab, eigentlich egal welcher, und hier in meinem Fall einen Hitzehandschuh. Und dann kämme ich mir die Haare durch und mache mir Locken. Ich drehe mir die aus dem Gesicht raus. Das ist einfach für die Frisur später sinnvoller. Und das Ganze muss nicht besonders ordentlich sein. Also einfach ein bisschen Struktur in die Haare zu bringen, wenn ihr glattes Haar habt, und dem Ganzen ein bisschen Volumen zu geben und das Ganze ein bisschen messier zu machen durch diese Locken eben oder Wellen. Und gerade auch beim Pony vorne drehe ich mir das aus dem Gesicht raus, weil der auch später so weggesteckt wird. Und das macht einfach Sinn. Wenn ihr nicht so einen kurzen Pony habt wie ich, geht das natürlich besser. Hier in meinem Fall muss ich ein paar Mal rumprobieren, dass ich die Haare wirklich auch alle erwische und alle aus dem Gesicht draußen sind. Und das mache ich dann eigentlich mit dem gesamten Haar. Wie gesagt, muss nicht ordentlich sein. Ich gebe mir da nicht besonders super viel Mühe und es geht auch dadurch sehr, sehr schnell und geht auch mal in der Früh dann einfach. Ihr seht ja meine Haare, wie sie sind, und dann kämme ich sie, wenn ich fertig bin, nochmal locker durch. Das gibt einfach noch mehr Volumen und die Haare sind dann mehr wellig als lockig. Und dann nehmt ihr ein Haarband eurer Wahl und setzt das so auf den Scheitel praktisch. Ich mache immer so, dass vorne noch ein bisschen so ein Scheitel zu sehen ist, und dann stecke ich das hinten mit zwei Klammern fest, weil sonst rutscht das immer runter, das kennt ihr bestimmt. Aber so hält das richtig gut mit zwei Haarklammern. Und dann drehe ich mir vorne den Pony als erstes mal weg und stecke den mir in das Haarband so rein. Das, glaube ich, könnt ihr ganz gut erkennen. Und so mache ich das Strähne für Strähne. Ich nehme mir so eine Strähne und stecke die in das Haarband und ziehe die unten drunter wieder hervor. Am Anfang arbeite ich jetzt noch ein bisschen strenger. Ich lockere das Ganze dann später noch auf. Hier schon mal so ein bisschen, aber ich mache das dann später eben nochmal. Und so mache ich das an beiden Seiten, dass ich wirklich Strähne für Strähne wegstecke. Das bedarf ein bisschen Übung, aber wenn ihr das einmal könnt, ist das überhaupt kein Problem und es geht wirklich super zackig. Und denkt dran, es darf immer messy sein, von dem her kein Problem, wenn mal was nicht so gut klappt. Und dann stecke ich hinten eben auch die Strähnen noch weg. Da müsst ihr ein bisschen gucken, dass es mit den Haarklammern ganz gut funktioniert. Aber da macht es auch nichts, wenn eine Strähne mal nicht ganz so durchgezogen wird. Das stört überhaupt nicht. Und dann die Haare, die übrig bleiben, drehe ich einfach zusammen und stopfe die oben in das Haarband rein. Also das Ganze ist wirklich eine Stopfarbeit. Ich drücke die alle rein und dann ist das eigentlich soweit auch schon fertig, wie ihr sehen könnt. Und dann nehme ich nochmal ein paar Haarklammern zur Hilfe, dass das auch wirklich den ganzen Tag hält. Und das tut es dann auch bei mir mit den Haarklammern und stecke das nochmal fest. Jetzt sieht das Ganze streng aus und deswegen lockere ich alles auf und ziehe Haarsträhnen raus. An jeder Seite, hinten, wo ihr eben wollt. Ihr könnt so viele Haarsträhnen rausziehen, wie ihr wollt. Dadurch wird es natürlich immer mehr messy. Und ich entscheide mich für so ein Zwischending. Hier rutscht mir der Pony wieder raus. Der muss doch ein bisschen strenger zurückbleiben. Aber ansonsten alles schön auflockern und schön andann machen. Das sieht einfach dann super schön lässig aus. Und auch oben den Haaransatz ein bisschen noch auflockern. Und dann befestige ich das Ganze noch ein bisschen mit Haarspray, weil ich ja wirklich will, dass es den ganzen Tag hält. Und so ist die Frisur eigentlich schon fertig. Ihr seht, wie sie von hinten aussieht. Super toll im Sommer auf ein schönes romantisches Kleidchen. Einfach dieser Hippie-Look. Ich liebe das. Ich hoffe sehr, ich konnte euch mit dem Tutorial helfen. Und ansonsten findet ihr hier nochmal zwei Videos von mir und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier auf meinem Kanal. Tschüss!